Hallo und herzlich willkommen zu neuen Folgen CI 2 Streifen. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Die Tageslosung steht für den 13.06. in dem Psalmen 13, Vers 6. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Leidet jemand unter euch, der betet, ist jemand guter Mutes, der singe Psalme. Jakobus 5, Vers 13. Das ist die Tageslosung für heute. Gehen wir zum Thema Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch. Was ging so die letzten Wochen hier so ab? Also, wenn man chronologisch gehen möchte, von hinten her, dann war am Anfang das POT. Ja, Pfingstjugendtreff, das haben wir in der vorletzten, haben wir das in der letzten Folge? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge haben wir es, glaube ich, nicht angesprochen, weil es ja dann sich schon vorbei ist. Also haben wir es in der vorletzten halt angesprochen, dass halt POT ist, sozusagen. Oder was POT überhaupt ist. Da haben wir über Pfingsten geredet. Genau. Und jetzt war ja letzte Woche Samstag? Nein, vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen, okay. Vor zwei Wochen Samstag war das POT online, wo man sich, glaube ich, zum ersten Mal so wieder in real life sehen konnte. Ja, sichtbar. Also wir haben uns mit einer kleinen Gruppe getroffen. Wir waren 12 Leute circa. Ja. Alle getestet? Ja, alle negativ getestet. Und haben zusammen das POT angeguckt. Genau. War sehr cool wieder, mal Leute zu sehen. Und halt auch natürlich das POT. Ja. Dann, was kam als nächstes? Dann am gleichen Abend war dann Schlag den Vorstand, wo der CVJM gegen seinen Vorstand angetreten hat. Und der CVJM hat gewonnen mit einem Punkt Unterschied. Ja, es war sehr knappes Rennen, aber der CVJM hat es dann doch geschafft, den Vorstand zu schlagen. Ja, wie viele Punkte waren es jetzt? Ja, mit einem Punkt, wir waren, glaube ich, bei 14 zu 15. Ah, okay. Und was waren das so für Spiele? Also, ich war nicht dabei, ich konnte leider nicht, aber was waren es denn so für Spiele? Es waren unterschiedliche Spiele, es war zu einem sozusagen, wer weiß mehr, so mitarbeitertechnisch oder so, Gruppen im CVJM, da immer so, also einer hat eine Gruppe gesagt, dann musste die gegnerische Gruppe eine sagen und immer so weiter, und wer dann nicht mehr wusste, der ist dann ausgeschieden, oder wir haben Bilder im CVJM gemacht und dann musste man sagen, wo und was ist das. Dann haben wir gespielt, wer bin ich, aber nicht mit Personen, sondern auch mit Gegenständen, was sehr witzig war, weil wir dann auch zu einem der Anker waren und so. Der typische Anker, wer kennt ihn nicht? Richtig. Und so, also unterschiedliche Spiele, hat, glaube ich, eben Freude gemacht. Und cool. Und was noch jetzt die letzten Tage waren, war der erste Abend von dem Neustart Jugendarbeit. Genau. Der war echt cool. Der war auch cool. Ja. Das war jetzt eine etwas größere Runde, wo man sich wieder in real life sehen konnte. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Natürlich. Und ich habe vor allem auch was mitgenommen. Ja, war sehr cool, was der Rufen so gesagt hat. Ja, vor allem, ich fand auch die Spiele genial. Ja, die waren witzig. Die kann man sich merken. Die kann man zum Beispiel in der Jungschau oder eigentlich für jedes Alter auch relativ machen. Ja. Kommen wir zum großen Thema. Wir reden heute über christliche Musik. Aber fangen wir doch mal allgemein an. Leonie, wann hörst du Musik? Ich höre eigentlich relativ viel Musik, so gefühlt immer, so wie es geht. Und so im Alltag höre ich relativ einfach Radio. Und aber abends dann auch gern einfach mal irgendwie gerade so Worship oder so. Und du so? Ja, ich höre, also wenn ich Musik höre, dann muss ich irgendwas tun. Also einfach nur Musik hören, das langweilt mich. Und deswegen höre ich eigentlich meistens halt Musik, wenn ich irgendwie was tue, wenn ich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich Musik. Aber wenn ich irgendwie Rasen mähe oder irgendwie im Haushalt mache oder so oder helfe oder irgendwie care oder saug, dann habe ich eigentlich immer Kopfhörer oder meine Box
an und höre Musik. Aber bei Stimmt. mir, also früher habe ich oft, sage ich mal, Worship oder christliche Lieder gehört, in letzter Zeit weniger, aber ich höre an sich alles. Also ich höre von Schlager über Pop, Rap bis zu Metal höre ich an sich alles. Hörst du auch diese Klassiker? Also Klassiker, so Mozart und so. Nee, nee, stimmt, also so, na, also sage ich mal, finde ich, also kann man sich auch mal geben, weil so diese Klassiker irgendwie Kanon in D, vier Jahreszeiten ist schon cool und, aber höre ich an sich relativ selten, aber kann man sich eigentlich schon mal geben, weil es an sich auch coole Musik, aber sie muss halt auch zur Stimmung oder halt auch vielleicht zur Tätigkeit passen. Aber ich finde diese, also gerade Mozart und so, höre ich gerne, wenn man sich produktiv was machen will. Also so im Hintergrund, irgendwie lernen oder so, das mache ich immer. Nee, ich habe nie Musik zum Lernen gehört. Also zum Lernen brauche ich echt Stille. Ich habe mir das irgendwie damals angewöhnt und seitdem ich, wenn so eine ruhige Musik im Hintergrund läuft, dann bin ich echt viel produktiver. Nee, das lenkt mich irgendwie ab. Weil ich bin dann auch immer einer, der so irgendwie so ein bisschen mitsummt oder mitsingt. Und dann will ich es auch gerne dann so laut hören, dass ich auch den Text verstehe, dass ich auch mitsingen kann. Ja, gut. Und dann lenkt Dann es mich muss mehr ab. man, dann, also ich höre da tatsächlich Lieder ohne Text. Einfach nur, das ist so Melodie. Und das sind auch Lieder, was ich nicht kenne. Also gibt es einfach bei YouTube ein, Ja, irgendwie okay. Lernmusik oder so und dann kommt so Nee, mache ich. stille Musik. Also das mache ich eigentlich nicht. Ich höre auch keine Musik irgendwie zum Einschlafen. Ich finde das, warum will ich Lärm zum Einschlafen haben? Ja, das ist ja nicht Lärm. Du musst ja was Passendes hören. Ja. Aber trotzdem, ich check das nicht. Warum soll ich Musik zum Ich Einschlafen finde es hören? voll beruhigend. Echt? Und Also, schläfst du dann ein während der Musik? nee, Musik höre ich nicht, aber ich höre irgendwie Hörbücher oder Podcasts. Und dann schläfst du währenddessen Ja. ein. Nee. Ich will doch dann auch, also wenn ich, also vor allem Podcast, da will ich doch mithören und will es doch auch verstehen. Da kann ich doch nicht einschlafen dann. Doch, also ich weiß nicht, aber irgendwann schaltet sich mein Kopf ab und dann bin ich weg. Dann ist es nur so irgendwas, so Geräusche, was im Hintergrund ist und ich schlafe ein. Nee, das geht bei mir nicht. Und ich finde vor allem irgendwie das, da fährt mein Körper so runter. Wenn ich mich ins Bett lege und dann irgendwie einen Podcast anmache und dem einfach zuhöre, dann kommt mein, also dann fährt mein Körper runter. Und dann ist das Gedächtnis nicht mehr so am Arbeiten. Also ist es bei mir so. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so ist. Ja, gerne. Ob ihr zur Einschlafen Musik hört und zum Lernen. Jetzt sind wir aber so ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber ist doch ein guter Einstieg. So ein bisschen Musik. Musik im Alltag. Ja, christliche Musik, Ja? die hat sich stark verändert in der Zeit so von früher zu heute. Ja, doch. Also ich habe so vor allem, sage ich mal, im Posaunenchor mitbekommen, wenn man da auf Ständnis sind, so großer Gott, Oh wir ja. loben dich. Ja, also da, also sage ich mal, so im Posaunenchor, wenn wir da, großer Gott, wir loben dich, oder halt die Ständchen, das sind halt so, wenn man die Choräle spielt, so, Oh ja. da, sage ich mal, da kriegt man es vor allem, oder habe ich es jetzt vor allem mitbekommen. Aber ich finde es irgendwie einerseits cool, da genau die Alten zu spielen, weil das ist ja eine ältere Generation. Und ich merke das manchmal, die singen dann einfach mit, die Leute. Ja, natürlich, die können auch, wenn der Choral 8 Strophen hat, dann können die meistens 10 auswendig. Ja. So. Ist aber echt so. Aber so für unsere Generation ist das echt nichts mehr. Also, Nee, das ist. obwohl ich. Es ist auch, also so, großer Gott, wir loben dich oder so, ist halt auch schon ein cooles Spiel oder so. Und wenn da dann so noch Oberstimme mitspielt, dann hört sich das aus, also dann ist es auch an sich ein cooles Lied. Aber ist jetzt nicht so etwas, was ich jetzt irgendwie im Alltag hören würde Ja, oder das so. meine ich ja. Ja, also ja, das So stimmt. mal hören und spielen ist okay, also finde ich auch cool und so, aber jetzt so im Alltag würde ich das nicht einfach anmachen und hören. Ja. Die Frage ist, wenn wir, also wenn wir jetzt mal unser erstes Ständle bekommen im hohen Alter, Ah ja. was wird es dann für Musik sein? Wird es immer Das noch ist großer Gott, wir loben dich sein? echt eine gute Oder wird es Frage. dann sozusagen One Way oder Lighthouse sein? Weil das schon so uralt ist und für uns sozusagen das neue große Gott, wir loben dich wird. Das ist echt eine gute Frage. Aber das könnte ich mir gut vorstellen.
Das Problem ist halt, dass es One Bay oder so Lighthouse nicht als Gläser Ersatz gibt. Das wird dann schwierig. Aber wenn du keine Choräle hörst, was hörst du dann für christliche Musik? Eigentlich auch relativ alles. Also es gibt tatsächlich, es gibt Metal, es gibt ganz mal Rock und Pop, es gibt Rap. Also ich höre eigentlich schon relativ einen Mix, würde ich jetzt mal sagen. Und okay. Halt auch das klassische Worship. Ja, genau. Okay, Metal höre ich jetzt nicht, aber so Rap schon ab und zu. Okay. Also ich habe halt eine Playlist und da ist halt alles drin. Und die mache ich halt an und dann kommt halt ein Lied. Nach dem anderen. Ja. Ja, aber so geht's mir eigentlich auch so. Also ich höre ganz normales Worship, wenn dann... sage ich mal, auch Rap. Also an sich vor allem Opos, so wer die kennt so. Das ist, wenn ich glaube, das sind die christlichen Rapper gerade. Ja, also Opos sind zwei Brüder, die Rap machen, also christlichen Rap. Ich höre dann, aber ich gehe aber auch dann auch mal ins Rock-Metal, auch mal mit Skillet oder so. Aber zum Beispiel Skillet hat zu einem die Titelmusik für Die Hütte gemacht. Echt? Ja. Ah, wusstest du, dass Worship, dass es noch gar nicht so lange gibt? Also so wie ich das mal gehört habe, kommt Worship von Gospel. Also von der Richtung. Und dann wurde das noch ein bisschen umgeändert und so ist Worship entstanden. Oh cool. Okay, nee, das wusste ich jetzt nicht. Und das gibt es noch gar nicht so lange, beziehungsweise noch gar nicht so lange in Deutschland. Und viele sagen auch immer, dass Worship anscheinend irgendwie nur so ich-bezogen ist immer. Also dass es um einen selber irgendwie geht. Aber... was ich jetzt nicht so ganz verstehe, war zum Beispiel das Lied Wir sind eins von Outbreak Band. Da geht es ums viele Wir. Ja, stimmt, wir sind, ja, gut, das sagt ja auch schon der Titel, ja. Wir sind eins. Aber man muss auch sagen, dass sozusagen Worship schon immer sehr, sehr oft auch gleich sich anhört. Also du hast halt deine vier Takte, du hast die Strophe, du hast ein Refrain, dann kommt noch eine Bridge, die ewig lang und immer wieder wiederholt wird. Meistens viermal. Meistens viermal oder achtmal. Und wenn es dann live wird, dann wollen sie gar nicht mehr aufhören, den Satz jedes Mal gleich, also zehnmal zu singen, dass du es auch wirklich eingeprägt bekommst. Und dann gibt's noch ein Refrain und dann ist das Lied zu Ende. Und so ist eigentlich jedes Worship, also neues Worship-Lied aufgebaut. Also sage ich mal, wenn man jetzt so die klassischen Worship-Lieder nimmt. Das stimmt schon, ja. Aber dadurch, dass du einen Satz immer und immer wieder singst, finde ich, ist er irgendwann mal sehr intensiv, der Satz. Also vor allem, wenn du so live von einer Band bist. Ja. Aber was auch ganz wichtig ist beim Worshipen, dass man aufsteht. Das ist ganz wichtig. Also ohne Aufstehen geht's nicht. Und eine Hand, irgendwas mit der Hand musst du auch machen. Entweder nach vorne oder nach oben oder als Kuh, als, keine Ahnung. Ja, so Segen. Als Segen-Dings oder so. Irgendwas musst du machen, weil dann sonst kannst du nicht worshipen. Findest du das jetzt eher lächerlich oder findest du das gut? Also ich finde es, also keine Ahnung, ich finde es drauf, es kommt drauf an. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die meinen so, also sag ich mal, sie müssen nicht beim Worship aufstehen oder so. Ja. Aber es ist gang und gäbe, dass man halt aufsteht. Und es wird sozusagen, egal bei welcher Band oder so, oder wenn du es live hörst, wirst du den Satz hören, komm, wir stehen alle auf. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Und das ist, ich finde halt auch, also das ist halt auch viel was mit deiner Stimmung zu tun. Also es ist halt gleich so. Ich finde halt, wenn du halt live bist, also sag ich mal, live die Band hörst und du bist jetzt nicht gerade in deinem Worship-Flow oder sag ich mal, oder dann kommst du da gar nicht richtig rein oder gar nicht richtig mit. Das stimmt, ja. Aber das finde ich auch das Gute zur normalen Kirchenmusik. Weil, wenn du jetzt im normalen Gottesdienst bist, dann werden die alten Choräle gespielt oder gesungen und da bleibst du meistens sitzen. Ja, stimmt. Also halt zum Segenslied. Aber mal abgesehen davon, bleibt man ja meistens sitzen. Und beim Worship stehst du halt auf. Ja, also ich hab's auch so mitbekommen, wo halt Leute gesagt haben, so das ist denen, also
Warum sollen sie jetzt aufstehen oder so? Ja, Oder aber wenn sie das jetzt. finde ich halt, also eigentlich lässt du das ja den Leuten offen. Aber eigentlich ist es auch Gruppenzwang. Ja, das stimmt. Also wenn du in einer Gruppe bist und 20 stehen auf und du bist der Einzige, der noch rockt, da fühlst du dich auch ein bisschen komisch so. Ja, okay, und dann steht man auch auf, Und das dann stimmt steht man schon, auch ja. auf. Das ist Gruppenzwang, ja. Ich weiß auch nicht, aber das verleiht ja auch so das Wir, also das Gemeinschaft. Ja, ich sage ich mal, es ist jetzt nicht schlecht und es ist auch nicht gut, dass man jetzt, sage ich mal, aufsteht. Also es hat seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Wenn man jetzt einfach mal einen Gottesdienst will und jetzt einfach nicht irgendwie, man ist gerade nicht so gut drauf oder so, man will jetzt nicht worshipen oder so, aber trotzdem alle aufstehen und dann musst du irgendwie auch noch aufstehen und gezwungenhaft da irgendwie mitzumachen oder so ein bisschen, dann ist es jetzt wiederum nicht so gut oder vielleicht nicht so hilfreich, aber natürlich stärkt es so die Gemeinschaft und ist natürlich auch cool, wenn alle da irgendwie zusammen aufstehen, Gottlob preisen oder so, also würde ich sagen, es gibt kein Gut oder es gibt kein Schlecht. Ja. Machst du selber Worship? Ab und zu. Also vor allem, ja, gerade Corona-Zeit jetzt nicht so, aber Wie mal, davor, also selber, danach. also ich schreibe jetzt keine eigenen Nein, Lieder ich oder so, nein. aber Keine Lieder schreiben, aber so musizieren. Also mit ja. Leuten irgendwie dann quasi Lieder singen und Gitarre, Cajon. Ja, also was ich oft auch mache, ist, dass ich Kopfhörer nehme und Schlagzeug spiele, halt zu so der Musik und da spiele ich auch oft oder so auch Worship-Lieder. Und dann natürlich, also irgendwie im 3G war ich jetzt schon und hab gespielt und auf Konfis und so, also. Aber was ich manchmal mache, ist einfach auf YouTube irgendwelche Lieder und dann so mitsingen. Oder ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die auch Christin war und die konnte Gitarre spielen, vor allem sehr gut. Und dann haben wir uns abends einfach mal irgendwie zusammengehockt, weil wir beide so ein bisschen Langeweile hatten und dann haben wir einfach 1,5 Stunden oder eine Stunde Ja, stimmt es. das Feiert Jesus 5 und 4 und 3 in die Hand genommen und dann einfach drin rumgeblättert und einfach das, was wir Bock hatten. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon gemacht. Mit dem Hänzler. Wenn der irgendwie da war oder noch, wo er FSJ war, dann irgendwie abends, irgendwie, wenn irgendwie Ja. Programm vorbei war oder so, dann einfach im großen Saal ein bisschen Jam, sage ich mal, eher Klavier und dann gesungen. Das haben wir öfters gemacht und das fand ich auch immer echt cool so. Ja, weil das ist nicht so gezwungen und man hat vor allem gerade in dem Moment richtig Bock drauf. Ja. Hast du ein Lieblings-Worship-Lied? Nee, muss ich jetzt. Also ich kenne viele gute, aber irgendwie so eins so sagen, das ist das Lied Ja. irgendwie habe ich jetzt nicht oder so. Ja. Also ich finde zum Beispiel, also Lighthouse natürlich finde ich cool, Privileg finde ich cool, aber sage ich ja, aber dass das jetzt so meine Lieblingslieder sind, würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Ich finde vor allem Lieder cool, wo man Kanon singen kann. Also zum Beispiel So groß ist der Herr, das wissen viele gar nicht. Da kannst du die Bridge und den Refrain kannst du gleichzeitig singen. Du singst zwar immer manchmal zwischen Reihen, aber das funktioniert. Ja, stimmt. Sollen wir noch so ein kleines Battle machen? Wer Können wir. kennt mehr christliche Lieder? Immer im Abwechseln Ja. sagen. Okay. Deutsch, deutschsprachig Alles oder egal, alles egal. egal. Okay, Okay. let's go. Okay, Privileg. Lighthouse. Wir sind eins. So groß ist der Herr. One Way. Oceans. Kein Slave oder No Fear. Also, No longer a I. slave. Okay. Ist es. Frei sein. Alive. Build a kingdom. Now. Du tust. Happy Day. Oder doch Happy Day. So unter Druck ist es echt Ja. schwer. Das glaube ich. I believe. Ja. Mutig komme ich vor den Thron. Oh ja. Awesome God. Georgies. Jetzt kommen die Old Pros hier. Okay, ich glaube, ich gebe auf. Bekenntnis. Opus, weiße Särge, Opus. Okay. Kennst du noch ein Lied von den Old Pros? Ah, ich habe noch eins. 10.000 Reasons. 10.000 Reason. Opus, was gibt's noch? Shalabanda. Ich weiß gerade nicht. Erstes Buch der Bibel. Mose? Ja, Ah, Exodus. Exodus.
Also ich weiß noch echt viele, aber so unter Druck ist das echt schwer. Ja, vor allem, wenn man sich nicht vorbereitet hat. Ja, jetzt können wir aber, wenn man einfach mal die normale Spotify-Playlist durchgeht, die man erstellt hat. Boah, da kommen noch so viele Lieder. Ja. Okay, ja, also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Lieder. Aber ja, so, wenn man unter Druck ist, das könnt ihr gerne mal machen, so just for fun. Und genau, schreibt mal in die Kommentare, was so das Beste war. Genau. Also und wie viele was Lieder. Euch noch für Lieder einfallen, die wir jetzt noch nicht genannt ja. haben. Das war's dann heute für die Folge. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Den Podcast kann man überall hören, wo man Podcast hören kann. Folgt uns auf Instagram. Schreibt uns doch auch eine E-Mail, wenn ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.